Was ist das? Was haben wir hier? Das letzte Spiel. Ihr müsst beide malen. Hinter euch sind so zwei Leinwände. Weiße, könnt ihr die mal nach vorne holen? Stifte sind in der Mittelkonsole. Alex, du guckst rein, sodass es natürlich Marco nicht sieht. Und das, was du dort siehst, mal das bitte auf die Leinwand. Du musst raten, du darfst nicht sprechen. Ihr habt 60 Sekunden Zeit. Auf geht's. Fußballplatz. Augen. Kreise. Das ist ein Fußballbegriff, das ist richtig. Das ist sehr gut gezeichnet. 2, 3, 4. Was ist das? Ja. Viererkette. Viererkette. Ach so. Warte. Marco, du darfst natürlich nicht reden. Ach so. Viererkette. Hilfe, Fußballbegriffe. Ach so. Viererkette. Jo! Auf geht's, los. Viererkette? Ja. Jo. Oh! Eine Sekunde. Well done, my friend. Gut, das war aber gut gezeichnet. Wirklich, Ja, das war wirklich sehr gut. Dankeschön. Ist ähnlich einfach. Schwer? Nein, ist ähnlich einfach. Stell dir nicht so an. Wir sind hier beim Quiztag, nicht bei Wer wird Millionär. Bro, don't get mad at me, because this is really hard, I swear. No, I expect you to be good. Let's go, Mookie. 60 Sekunden, auf geht's. Nach oben, nach unten, Glühlampe. Was ist denn das? Ein Seil? Ich kann leider nicht sehen, was Marco malt, aber es scheint sehr interessant zu sein. Du kannst was sagen, Felix. Torschuss. Tor. Nee. Torschießen. Nee, nein, nein. Pablo Picasso Reina. Flasche. Kurkenzieher. Fußballbegriffe, Mann. Alex. Also. Elfmeter, Freistoß, Eckball, Standard. Was ist das? Was haben wir hier? Fußballbegriff. Sag mal, Fußballbegriff. Kurkenzieher. Ja, schaut aus wie ein Kurkenzieher. Digga, Alter. Guck mal, die Teletubbies sind jetzt auch schon da. Denk um die Ecke. Ja. Mal doch mal ein Fußballfeld. Ein Pfeil. Richtung, Spielrichtung. Ja, was soll das sein? Ist die Zeit rum? Darf ich ihn schlagen? Normal ist die rum, aber ich höre euch so gerne zu. Ist auch schwerer. Ecke, Volley, Fallrückzieher. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, du bist ganz nah dran, Digga. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Erklär's ich habe eigentlich nicht reden, aber das ist ein Kurkenzieher. Zier. Was gibt's für Begriffe im Fußball mit Zier? Zier. 3, 2, 1. Du bist so weit weg, Marco. Deshalb, ehrlich? Ja. Ja. Du kann, Josefa, sag, was ist es? Fallrückzieher. Seitfallzieher. Auf dem Boden? Nee, also der ist ein Seitfallzieher. Ja. Ja. Oh. 6. Seitfall, oder? 5, 4. Was hast du gesagt? Seitfall, hä? Seitfall. Woher kennst Seitfall, du den Ausdruck? Seitfall, oder? Ja, das ist richtig. Ja, danke schön. Hast du nicht gehört? Hab ich gesagt. Hast du nicht gehört? Ich hab's gehört. Seitfall. Es ist unglaublich. Bro, it's hard, huh? Das ist jetzt ja, aber wirklich. Aber das war sehr gut geteignet. An Seitfallzieher. Ja, aber gut, aber was soll das sein? Ja, aber da war ich mit meinem Kurkenzieher, war ich super. Nächste Frage, bitte. Ihr seid so weit durch. Es ist kaum zu fassen. Die Seriensieger sind in diesem Trainingslager nicht dabei. Es gibt einen neuen Champion, beziehungsweise zwei neue Champion. Pischu und Schmelle, es tut mir leid, ihr seid raus. Hier sind die neuen Sieger, Erling Haaland und Gio Reyna. Unfassbar! Von 14 Punkten haben sie 13 Punkte geholt beim Opel Quiz Taxi. Das ist sensationell und dafür gibt es natürlich wieder tolle Preise. Es gibt als erstes einen... Zack, wunderbaren Schweizer Käse. Und natürlich die goldene Toblerone. Das habt ihr euch verdient. Was sagst du? Ja, ich freue mich
Ich bin sehr stolz und ja, jetzt ist Schmelle und Pischu weg und jetzt ist Haaland und Reina. So. Ist vielleicht einer deiner wichtigsten Titel im Leben? Ja, vielleicht einer von den wichtigsten. Das siehst du ähnlich? Yeah, I'm really happy. Great teammate, we work together and yeah, we're happy with this great prize. So. Ihr seid Opel Quiz Taxi Champion. Herzlichen Glückwunsch. Was für ein tolles Duo.